Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder jede Menge kleine einzelne Telefonschnipsel mitgebracht. Das heißt, viele kleine kurze Telefonteile, die leider nicht für ein komplettes Video gereicht haben. Allerdings haben diese vielen kleinen Stückchen trotzdem jede Menge Informationscharakter. Zum Beispiel, wie man diese netten Mitarbeiter aus dem Callcenter los wird. Naja, oder wie sie halt eben sonst so reagieren. Und ganz zu kurz kommt natürlich auch nicht die Unterhaltung. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Ja, und hier in diesem Schnipsel sind alle wieder von euch gefragt. Wer von euch kann das übersetzen, was hier gerade zu hören war? Das war ein Teil aus einem Anrufbeantworter, also das heißt, das ist hier bei mir auf dem Anrufbeantworter gelandet, währenddessen ich nicht ans Telefon ging oder gerade schon ein Gespräch hatte. Vielleicht kann es mir irgendjemand von euch übersetzen. Ich spiele es hier gleich im Anschluss nochmal ein kleines bisschen lauter ab. Weiß irgendjemand von euch, was das für eine Sprache ist und aus welchem Land die hier eventuell anrufen? Beziehungsweise anhand der Sprache kann man sie ja nicht rausfinden, aus welchem Land die anrufen. Aber zumindest, wenn man schon mal so ein bisschen weiß, was man da so für Leute dran hat, wäre mal interessant. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Sebastian Kackifein, ja? Ja, Herr Kackifein. Ich bitte Sie herzlich, mein Name ist Lisa Braun. Ich melde mich in Bezug auf Ihre Registrierung auf den Finanzmarkt zu handeln. Haben Sie schon eine Erfahrung in diesem Bereich? Nö. Okay, das ist überhaupt kein Problem, Herr Kackifein. Wir führen jetzt momentan ein einmaliges Projekt durch und im Rahmen des Projektes haben Sie die Möglichkeit, einen Willkommensbonus in der Höhe von 200 Euro zu erhalten und unter Ihrem Namen entweder die Hilfe von einem Experten entgegenzunehmen oder einen Autoroboter für die Kryptowährungen einzuschalten. Welches davon bevorzugen Sie denn? Also wenn man dann ein Auto bekommt, dann nehme ich das. Ich brauche gerade ein neues. Nein, kein Auto, sondern ein Autoroboter. Sie setzen das Geld ein und das System generiert selber für Sie das Geld. Das meine ich darunter. Aha, also kann man da nicht mit Auto fahren? Nein. Schade. Meinen Sie das jetzt gerade ernst? Nur wenn Sie von Autos sprechen, dann meine ich das schon ernst. Ja, meinen Sie das nicht ernst? Ist das ein Scherzanruf? Ja. Also wissen Sie, Herr Kackifein, eine solche Ironie ist jetzt nicht notwendig. Wenn Sie daran Interesse haben, können Sie das sagen. Und wenn nicht, dann können Sie ein klares Wort sagen, nein, ich habe kein Interesse. Na, ich weiß ja nicht, woran ich kein Interesse haben sollte. Weil Sie reden doch von Autos. Ja, und eigentlich ganz genau genommen sogar nur wirres Zeug. Eine vernünftige Information hat die nette Dame hier wohl nicht dalassen wollen. Denn es geht halt immer wieder nur darum, dass ihr euer Geld einzahlt, aber nicht, dass man da irgendwelche Fragen stellen darf und sinnvolle Informationen bekommt. Das ist definitiv nicht der Zweck des Anrufes. Ah? Wunderschönen guten Tag, Frau Schwarz, spricht zum Apparat. Ich melde mich von Haupthandelszentrale. Sie wollten am Finanzmarkt Geld verdienen, aber das hat nicht geklappt, richtig? Ja, genau. Ich hatte da ganz viel Geld eingezahlt und da haben die sich alle aus dem Staub gemacht. Okay, also Sie konnten das nicht auszahlen oder haben Sie das auf dem Finanzmarkt verloren? Ja, die Plattformen waren dann auf einmal weg. Wie bitte? Was war weg? Na, die Plattformen waren dann einfach weg und das Geld dann auch. Ach so. Das war bestimmt ein manuelles System, oder? Nee, das war für irgendeine Roboter-Trading-Geschichten. Und wie hat das Plattform einfach verloren? Hab ich nicht verstanden. Ja, die waren weg. Die waren dann offline, die waren nicht mehr erreichbar, die waren gelöscht. Ach so. Okay. Schauen Sie bitte, Herr Zentner, ich verstehe, dass Sie so schlechte Erfahrungen haben und dass Sie enttäuscht sind. Aber ich bitte Sie an, hochqualifizierte Mentor mit dem richtigen Plattform, womit Sie am Finanzmarkt
selbst verdienen können, richtig. Weiß ich nicht, ob das richtig ist. Bitte? Da weiß ich doch nicht, ob das richtig ist. Genau deswegen haben sie Probezeit bei uns 14 Tage lang. Sie testen das erstmal aus. Schauen Sie bitte nach, wie die ganze funktioniert. Wie kann man damit Geld profitieren? Wie kann man damit Auszahlungen tätigen? Versuchen Sie einfach 20, 50 Euro auszuzahlen. Wenn klappt, dann klappt. Wenn nicht, dann also. Ja, wenn nicht, dann Geld weg, ganz genau. Und das haben die anderen auch so gemacht. Nee, bitte schauen Sie. Wegen Ihres 250, was Sie am Anfang brauchen, arbeiten wir hier nicht. Ja, das, damit reicht, würden wir nicht. Habe ich nur 250 eingezahlt, oder? Ja. Mehr. 250. Und da gab es auch eine Probezeit, aber da konnte man dann nichts mehr auszahlen. Dann ich kann gar nichts sagen, womit Sie also sicher werden. Mhm. Wenn Sie wünschen, dann wünschen. Wenn nicht, bitte wünschen. Also ich finde Sie nicht, natürlich. Ja. Wollen Sie das nicht mehr ausprobieren? Wie meinen Sie das? Also was Sie verloren haben. Gott sei Dank, dass Sie nicht mehr verloren haben, ja? Ich habe vor 4 Jahren 12.000 Euro auf dem Finanzmarkt verloren. Aber das bedeutet nicht, die alle Firmen oder alle Broker ist gleich. Jeder Mensch hat eigene Erfahrungen, ja? Und Sie müssen auch eigene Erfahrungen sammeln. Es tut mir so leid, dass Sie nicht so richtige Plattform gefunden haben. Aber glauben Sie mir, bei uns, unsere hochqualifizierten Experten, wird Ihnen alles Mögliche machen, weil wir kriegen nur 3% als Provision, wenn Sie Auszahlungen tätigen. Das heißt, haben Sie zum Beispiel 1.000 Euro profitiert, wenn Sie das reinvestieren, davon kriegen wir gar nichts, ja. Wenn Sie das auszahlen, Sie bekommen 970 und bei uns bleibt 30 Euro. Naja, oder. Haben Sie mich verstanden? Oder Sie hauen einfach mit der Kohle ab wie die anderen. Was meinen Sie, bitte? Ja, wie die anderen halt. Da habe ich ja 250 Euro eingezahlt und dann waren sie weg. Denken Sie, dass alle Firmen sind die gleich? Naja, die dann einfach anrufen ohne ein Double Opt-in, denke ich schon, ja. Okay, dann tschüss. Ja, ihr seid ja auch Betrüger. Fick dich, Arschloch. Siehst du, jetzt hast du es noch bewiesen. Ja, da haben wir wieder eine von der ganz besonders netten Sorte gehabt. Ich verstehe es nicht. Die versucht, sich hier um Kopf und Kragen zu reden und versucht, den Kunden doch noch irgendwie, tja, an der Gutgläubigkeit zu greifen oder wie auch immer. Aber letztendlich hat sie es ganz zum Schluss dann doch nochmal selbst, ja, bewiesen und eindringlich bewiesen, dass das hier kein seriöses Unternehmen gewesen sein kann. Denn warum sollte sie mich sonst ganz zum Schluss einfach so beleidigen? Ich meine, sie wollte ja eh schon auflegen. Tja, aber so ist es halt, ne? Hallo, guten Tag, ich bin Zoe Meyer, spreche ich mit Herrn Henny. Hä, was? Sind Sie Herr Henny? Nö. Wie heißen Sie? Was geht Sie das an? Hallo? Genau, und da legt man dann einfach auf. Naja, machen wir mit dem nächsten weiter. Hallo? Ja. Herr Hannemann spricht am Apparat. Spreche ich mit Herrn Ludolf Sagen? Was? Spreche ich mit Herrn Ludolf. Ludolf von Ludolf. Ich verstehe Sie kaum. Das ist so laut bei Ihnen, man kann Sie gar nicht hören. Jetzt hallo? Ja, hören Sie jetzt besser? Nee, ganz schlecht. Bei Ihnen ist wahnsinnig laut. Okay, dann entschuldigen Sie bitte. Ja, hier in der Aufzeichnung hinterher ist das gar nicht mehr so extrem laut, allerdings ist es beim Telefonieren ziemlich laut. Ich telefoniere mit Lautsprecher, um dann das Gespräch so in der Qualität halbwegs ordentlich aufzeichnen zu können. Und hinterher bügle ich da sämtliche Filter drüber, damit eben, naja, nicht so viel Störgeräusche drin sind, die Musik nicht mehr so zu hören ist, da dies auch auf YouTube nicht erlaubt ist, dass hier saubere Musik einfach kopiert wird und, naja, Musik stört halt auch. Und deswegen hört man die hier halt hinterher nicht mehr. Tja, aber so ist es halt, ne? Die hören halt lieber Musik, als ihre Geschäfte zu machen. Das ist auf jeden Fall für uns positiv, dass sie weniger Leute von uns bescheißen. Aber, naja. Schönen guten Tag, mein Name ist Stern. Ich melde mich von AU Option. Können Sie uns noch zuordnen, Herr Steiner? Nö. Nein? Nun, es geht um Onlinehandel, Online-Trading. Ich wollte nur ganz kurz informieren. Mhm. Haben Sie die E-Mail gelesen, die wir Ihnen zugesendet haben? Nö, was ist denn für eine E-Mail? Wie bitte?
Ja, was denn für eine E-Mail? Ja, unsere E-Mail. Dort stand eine kurze Information über uns. Sie haben sich halt mit der E-Mail-Adresse hartmut.schimmeldöner@gmx.de einen Konto bei uns erstellt. Aha. Wann Leider denn? Sind Sie nicht weitergekommen. Wann habe ich denn das Konto erstellt? Und Herr Steiner, das müssen Sie selber wissen. Aber ich bin Ihr Ansprechpartner. Kann ich mich nicht dran erinnern. Wann habe ich da gesagt, dass ich mich nicht dran erinnern kann? Dann müssen Sie mir doch sagen, wann ich das gemacht haben kann, wann ich das gemacht haben soll. Nun, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Ach so, also dann sind Sie ja so eine Art Betrüger, ne? Nein, sind Sie überhaupt nicht, Herr Steiner. Natürlich, weil Sie ja per Gesetz das wissen müssen. Wie bitte? Laut deutschem Datenschutzrecht müssen Sie mir das sagen können. Ja, aber Sie sind nicht der Einzige, Herr Steiner. Ja, das spielt ja keine Rolle, es steht ja da drin, da muss ich ja nicht der Einzige dazu sein. Steiner, es gibt viele andere Kunden, die auch... Ja, das spielt keine Rolle, laut Datenschutzgesetz müssen Sie mir das sagen. Ja, wissen Sie das denn, Herr Steiner? Wieso sollte ich Ihnen das sagen? Ja, laut Datenschutzgesetz müssen Sie mir das sagen. Sie sind Sie gesetzlich müssen dazu das auch verpflichtet. Wissen, oder? Nee, muss ich nicht. Doch? Nein, Sie sind in der Nachweispflicht, nicht der Kunde. Herr Steiner, ich will mich nicht mit Ihnen jetzt, Also, ja, weil Sie eine Betrügerin sind, deswegen können Sie das nicht. Sie sind kriminell. Das können Sie nicht. Herr Steiner, das können Sie nicht behaupten. Doch, kann ich behaupten, sehen Sie doch. Ja, das beweisen Sie doch gerade sogar selber, dass Sie Betrüger sind, weil Sie müssen das laut Datenschutzverordnung sagen. Wurden Sie betrogen? Na, von Ihnen gerade, ja. Haben Sie schlechte Erfahrungen? Von Ihnen gerade, ja. Sie sind die schlechte Erfahrung. Das heißt für Sie, Herr Steiner. Leider Gottes ist es wahr. Es gibt diese Betrüger da draußen. Ja, ihr zum Beispiel. Und du selbst auch persönlich. Du bist eine kriminelle Betrügerin. Ich bin keine Kriminelle. Doch, du arbeitest in einem kriminellen Callcenter, was sich nicht an Datenschutzrichtlinien hält. Nun, Sie haben wohl viele darüber gelesen, oder? Ja. Hören Sie mal, Spaß auf der Seite jetzt? Das hat nichts mit Spaß zu tun, das ist mein voller Ernst. Sie sind eine kriminelle Verbrecherin. Bin ich nicht. Doch, da brauchen Sie gar nicht mit mir diskutieren. Sie sind eine Kriminelle. Herr Steiner, seien Sie doch ehrlich mit mir. Hatten Sie schlechte Erfahrungen, ja oder nein? Ja, mit dir jetzt gerade, du Kriminelle. Du kannst nicht mal dich ans Datenschutz gehalten. Kann ich, Herr Steiner. Sie haben sich selber diese Daten eingegeben. Ja, dann sage mir, wann und wo genau. Wann? Du musst mir die Daten sagen. Meine IP-Adresse musst du mir sagen können. Das ist Datenschutzgrundverordnung in Deutschland. Das musst du, ansonsten bist du kriminell. Okay, gehen Sie vor einem Rechner und ich zeig's Ihnen. Nee, das musst du mir sagen und nicht zeigen. Ich werde Ihnen das sagen und Ihnen auch zeigen und beweisen. Ja, dann sag's mir doch jetzt. Okay, gehen Sie vor einem Rechner. Nee, du bist eine Kriminelle. Wieso sagen Sie das zu mir? Ja. Das ist eine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Du bist einfach eine scheiß Abzockerin und Betrügerin. Du bist kriminell und du rufst bei mir hier illegal an. Du arbeitest in einem illegalen Callcenter. Irgendwo im Kanackenland. Wow, Herr Steiner. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht, dass Sie sowas sagen. Tja, Sie sind halt eine Betrügerin. Bin ich nicht. Doch. Beweisen Sie es mir. Ja, Sie rufen doch gerade an. Es ist der Beweis schlechthin. Und das Ganze ist ja auch aufgezeichnet natürlich. Ich werde das zur Anzeige bringen, du scheiß Betrügerin. Können Sie gerne machen, Herr Steiner. Jo, mach ich auch. Ich habe auch alles ausgezeichnet. Ja, natürlich kannst du ja auch machen, scheiß Betrügerin. Hab ich. Jo, Datenschutzgrundverordnung, du darfst gar nicht aufzeichnen. Sie werden auch von mir... Mach doch, das ist doch lächerlich, was du da von dir gibst. Das ist einfach lächerlich, peinlich und absolut unintelligent, was du da laberst. Du hast doch gar keine Ahnung, was du da überhaupt machst für ein... Tja... Und das ist tatsächlich wieder so eine dramatische, die eventuell den einen oder anderen mit dieser Art und Weise sogar kriegen könnte, weil sie bleibt dran und versucht eisern irgendwie das Ganze, was sie da verkaufen will, noch glaubhaft zu machen. Aber so ist es. Sie darf nicht anrufen. Ob sie will oder nicht, es ändert sich einfach an der gesetzlichen Regelung nichts. Sie ist eine Kriminelle, denn sie ruft hier an. Und es hätte sie nicht gedurft. Tut's aber einfach. Und sie merkt's ja auch nicht, dass es illegal ist. Selbst nach mehrfachem Wiederholen, dass sie sich hier an sämtliche Gesetze nicht hält, es interessiert die ja auch einfach nicht. Ja, warum sollte es sie auch interessieren? Denn wenn man kriminell ist und als Betrüger unterwegs ist, dann ist es ganz klar, dass es die Leute nicht interessiert und bockt, was da so für Gesetze irgendwo in Deutschland sind. Ich meine, die rufen ja auch nicht aus Deutschland an, sondern nur in Deutschland. Es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ne? Dass die Datenschutzgesetze nicht in ihrem Land kennen, kann ich nachvollziehen. Aber tja, das macht's letztendlich nicht seriöser. Hallo? Ja, hallo. Ich spreche gerade mit Herrn Sebastian. Hm?
Ich grüße Sie. Ich bin der Peter Lampe am Apparat von Firma Tutorials AG. Haben Sie noch eine Zeit vielleicht? Oder? Ja, worum geht's denn? Es handelt sich über die Trading Online. Aha. Und? Haben Sie noch eine Zeit über das Thema, oder? Nee. Nein. Okay, ich bedanke mich dann. Zumindest hat sich hier der Betrüger vernünftig verabschiedet, so wie man sich das eigentlich vorstellt. Illegal war der Anruf trotzdem. Ja. Schönen guten Tag, Herr Gabelbieger. Bin ich richtig wieder? Mhm. Hallo. Ja. Super. Ja, und das war schon der gesamte Inhalt des Telefonats. Keine Ahnung, ob der jetzt irgendwie in den Daten gesehen hat, dass er hier bei einem Scambaiter anruft. Manchmal habe ich die Vermutung, dass wenn man da seine Telefonnummer angibt und man hat die gleiche Telefonnummer schon mal genommen oder auch die gleiche E-Mail-Adresse, dass das dann irgendwie untereinander steht. Dass die da irgendwo eine Tabelle haben, wo ähnliche oder gleiche Datensätze nochmal angezeigt werden. Weiß ich nicht. Irgendwie so in die Richtung muss es ja sein, weil wie hätte der sonst mitkriegen sollen, dass er jetzt hier komisch gelandet ist, wo er eigentlich nicht hin wollte. Weiß ich nicht. Gucken wir mal zum nächsten. Schönen guten Tag. Ich spreche mit der Steine. Mhm. Lukas Kraus am Apparat, ich begrüße Sie. Also ich melde mich von der Firma European Stock. So der Grund, wieso ich Ihnen angerufen habe, Sie wegen einer Registrierung über Kryptowährungen, aha, was Sie gemacht haben. Ja und? Ja, darf ich fragen, wie haben Sie eine Registrierung gemacht? Oder eine Werbung oder eine Link? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht mal auf welcher Seite. Keine Ahnung. Aber wissen Sie, was ist Online-Trading in der Börse? Oder wie sieht das funktionieren? Nee. Okay. Warum ist denn da die Musik bei Ihnen so laut? Online, okay. Also Online-Trading... Warum ist denn die Musik da bei Ihnen so laut? Aber ich bin in dem Büro. Ja, da hat man doch keine Musik an, wenn man Kunden anruft. Ist doch unhöflich. Aber die Musik hier nach viel Spaß, mein Lieber. Ja, macht man aber nicht. Ja, so. Das ist unhöflich. So, das Musik ist mein Liebling, so. Nee. Machen Sie mal die machen Sie mal die Musik aus, wenn wir weiterreden wollen. Okay, warten Sie kurz. Momentan, ja. Ist es besser für Sie? Nee, ich dachte, Sie sollen die Musik ausmachen, wenn wir weiterreden wollen. Können Sie mich hören und nicht die Musik? Nein. Machen Sie aber mal die Musik aus, wenn Sie mit mir weiterreden möchten. Warum? Warum? Das habe ich Ihnen doch jetzt schon bereits mehrfach erklärt. Ich finde das unhöflich. Sie sind eine Berühmtnis? Ich sagte, ich finde das unhöflich. Schalten Sie jetzt bitte die Musik aus. Herr. Schalten Sie jetzt bitte die Musik aus. Warum? Schalten Sie jetzt bitte die Musik aus. Schalten Sie jetzt bitte die Musik aus. Weil ich das unhöflich finde. Weil ich das unhöflich finde. Weil ich das unhöflich finde. Schalten Sie jetzt bitte die Musik aus. Ja, hallo, guten Tag. Schalten Sie bitte als erstes die Musik aus, wenn Sie mit mir reden möchten. Warum? Sie sind berühmter, damit ich es stellen kann? Ich finde es unhöflich. Und? Und? Ja, schalten Sie es als aus. Warum soll ich schalten? Warum? Ja, weil nur illegale Callcenter haben Musik im Hintergrund an. Also, Also sind Sie ein Betrüger. Okay, dann weiß ich Bescheid. Sie sind ein Betrüger, Abzocker und Kriminelle, denn nur Kriminelle und Betrüger haben Musik im Hintergrund an. Einen anderen Grund kann es gar nicht haben. Es haben ausschließlich nur Abzocker, Callcenter Musik im Hintergrund an und keine normalen Callcenter. Grundsätzlich immer nur die Betrüger haben Musik im Hintergrund an und kein normales Callcenter. Also können Sie ja nur ein Abzocker sein, der von mir wieder 250 Euro bescheißen will, damit er mir irgendein illegales Trading-Konto einrichten kann über irgendwelche scheiß Kryptowährungen, was sowieso nur ein Demokonto ist, wo ihr die Leute einfach am anderen Ende dann wieder verarschen wollt. Also könnt ihr nichts anderes als Betrüger sein. Ihr seid einfach nur illegale Betrüger, die nur die Leute abzocken wollen und nichts anderes vorhaben. Was anderes habt ihr überhaupt nicht vor. Also schalten Sie jetzt erst die Musik ab, ansonsten werden wir in keinem Fall weiterreden und ich werde Sie auch in keinem Fall irgendwas sagen lassen, wenn Sie die Musik nicht endlich abschalten. Schalten Sie jetzt bitte die Musik aus. Schalten Sie jetzt auf jeden Fall die Musik aus, ansonsten werde ich mich mit Ihnen nicht unterhalten, Sie Kakerlake. Und jetzt sind Sie... Sie sollen die Musik ausschalten. Darf ich Ihnen was sagen? Ja, jetzt ist er aus, jetzt können Sie was sagen. Ja, ich kann zu Ihnen... einfach nur etwas sagen, dann wenn Sie wollen, dann können wir die Kontakte abbrechen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, bleiben Sie gesund und wohlgesonnen.
Ja, da haben wir wieder eins von den ganz besonders intelligenten Callcentern dran gehabt, die sich für besonders schlau halten und ihre eigene Zeit eigentlich die ganze Zeit selbst mit voller Absicht verplempern, so wie es aussieht. Und naja, Intelligenz ist hier auch wieder null vorhanden. Er erzählt mir, dass die Musik leiser ist, dabei ist sie kein Stück leiser. Dann erzählen sie, dass sie die Musik ausgemacht haben. Sie ist nicht aus und dann erzählt man mir, dass, ja, das ist doch seine Entscheidung, wenn ihr da Musik hört. Nein, ist es nicht. Das ist die Entscheidung des Kunden, ob der Mitarbeiter am Callcenter-Telefon Musik hören darf oder nicht. Denn ich als Kunde muss die Scheiße auch ertragen. Und wenn es mich nervt, dann ist das auch mein gutes Recht, den Mitarbeiter aufzufordern, die Musik abzuschalten. Sowas würde euch in einem deutschen Callcenter allerhöchstwahrscheinlich nicht passieren. Tja, ist halt doch einfach nicht üblich und es ist natürlich auch mehr als unfreundlich, wenn man da die ganze Zeit laute Musik im Hintergrund laufen hat und man dadurch den Mitarbeiter auch kaum versteht. Tja, so ist es halt. Und ganz zum Schluss hat er dann auch noch bewiesen, dass es nur ein illegales, komisches Callcenter sein kann. Tja, da hat er wieder seine Beleidigung rausgeholt. Guten Tag, ich grüße Sie. Hanna Manis am Apparat. Ich melde mich von Handelsplattform. Ja. Tja, und so langsam kennt man ja seine Kakerlaken da am Telefon mit der Stimme. Da war tatsächlich die Hanna Manis am Telefon und sie hat dann schnell aufgelegt, weil sie wahrscheinlich verwirrt war. Sie hat auch den Part mit ihrem Namen dann einfach übersprungen. Ja, schon irgendwie witzig, dass ich die Sätze der Betrüger schon mittlerweile vervollständigen kann. Tja, ob es witzig ist, weiß ich nicht, ist vielleicht auch schon so ein bisschen traurig. Aber wenn es auf jeden Fall dazu beiträgt, dass weniger Menschen beschissen werden, naja, dann ist es auf jeden Fall eine gute Eigenschaft, denke ich mal. Guten Tag, Andi Schubert am Apparat. Ich bin ein Finanzberater von Axis Capital. Unsere Internetplattform macht Online-Investitionen. War einmal auf unserer Internetseite und einmal angemeldet angefangen, aber nicht bis zum Ende gemacht habe. Deswegen rufe ich jetzt an, um zu fragen, wo wollen wir das Registrieren bis zum Ende gemacht machen? Ja, wie heißt denn die Firma? Axis Capital. Ach so, nee, die fand ich unseriös. Wieso meinten Sie so? Ja, weil die Firma war nicht reguliert. Die konnte man bei keiner Behörde finden. Okay, das ist ganz komisch. Ich weiß nicht, ich fand das schon mehr als 15 Jahren. Ja, das mag ja sein, aber auch das stimmt nicht. Die Domain, die war auch nicht so alt. Okay, gut, dann haben Sie kein Interesse. Nee, also... Hatte ich jetzt kein Interesse mehr, mein Geld abzocken zu lassen. Okay, gut. Naja, also, dass der nicht beleidigend geworden ist, das hat mich jetzt hier in der Tat sogar so ein bisschen beeindruckt. Normalerweise werden die ja sofort beleidigend, wenn man sie enttarnt. Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Ja. Ja, ich bin mal Henkel, bitte, von Online-Handelsplattform. Hallo? Ja, Verbindung ist ganz schlecht, bitte. Nö, ich verstehe Sie gut. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ihr wisst Bescheid, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ihr seht jetzt hier noch die Playlist mit einer größeren Auswahl an vielen verschiedenen weiteren Videos auf dem Kanal. Könnt ihr gerne mal reingucken. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.